Und hallo, willkommen zurück zu No Man's Sky in der Expedition 12, immer noch in Omega. Und wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen was schaffen. Wir haben den Gefallenen abgeschlossen. Spezialisiert, Warpbau, Basisbaupläne, okay. Wir haben Emerald gekriegt, nice. Und wir haben alle Antriebe gelernt, toll. Egal. Dann können wir ja den anderen bauen, ne? Einen Kabelbaum noch besorgen, dann haben wir den auch schon fertig. Okay. Dann können wir ein blaues System noch besuchen, wa? Na gut, dann machen wir uns wieder vom Acker. Brauche ich nicht mal ein grünes System gehen, okay. Ich suche aber immer noch nach einem stickigen Planeten hier. Verseucht. Weiß glühen? Ne, wir sind ja wieder hier. Ich guck mal gerade. Das hat mal abgeschlossen. Da müssen wir noch ein Foto machen, ne? Wir müssen immer noch einen stickigen Planeten finden. Der schickt uns hier hin. Ich guck gerade mal. Zwei Sachen fehlen. Das dritte Treffen. Komm, wir gehen mal zum dritten Treffen. Dann vielleicht finden wir das später noch. Den Weg dahin. Drittes Treffen erreichen. Das Schlechte zeigt uns das hier an. Müssen wir hier oder was? Ist das dritte Treffen hier oder was? Tatsache, das ist schon hier. Okay, dann gehen wir dahin. Na dann, brauchen wir ja nicht so weit, wa? Drittes Treffen. Boah, nein, dahin. Drittes Treffen. Da drüben. Speichersignal, okay. Das ist blöd. Können wir nochmal kurz abhauen? Kann ich dahin fliegen? Geht das schneller? Ich hoffe es mal. Zwölf Sekunden, 13 Sekunden, okay. Gucken wir mal. Oh, das ist abgestürzter Frachter. Warum kann ich nicht landen? Jetzt kann ich landen. Treffen 3 erreicht. Okay. Trommelpalator. Warte mal, jetzt muss man gerade gucken. Muss ich hin? Hier? Ja. Bisschen sauber machen. Okay, nächster. Schleim. Hä? Nanu, hat er den nicht geöffnet? Den hat er aber leer gemacht, oder? Oder hat er auch drei Fragezeichen? Ne, den hat er leer gemacht, okay. Aber manchmal macht das automatisch, manchmal nicht, das ist merkwürdig. Merkwürdig.
So, nächster. So. Da noch mal mitnehmen. Verbotene Waffen sind hier drin. Okay, das ist... Hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Sehr merkwürdig. So, war das hier irgendwo? Da ist er. Da drüben noch, dann haben wir alles weg. Wir brauchen einen stickigen Planeten immer noch. Da müssen wir. So. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger wieder, tut mir leid. Ich versuche gerade wieder ein paar Sachen einzusammeln. Konzentriere ich mich gerade ein bisschen. So, dann können wir hier noch anquatschen. Ich glaube, den Frachter müssen wir auch noch hier, ne? Oder? Protokollextraktion abgeschlossen. Protokoll lesen. Datumstempel 3002,1. Das Leben geht weiter, Tag um Tag. Lieferung um. Ich hoffe, bald nach Hause zu können. Das Leben eines ist nichts für mich. Datumstempel 3014,0. Mehrere Energiesignaturen von Wächtern entdeckt. Ich muss sofort den Warp verlassen. Sie sind. Da sind die Wächter. Was machen sie? Datumstempel 3096,7. Sie kämpfen gegeneinander. Die Schiffe der Wächter kämpfen gegeneinander. Momentan ignorieren sie uns. Datumstempel 3011,1. Die Wächter scheinen verschwunden zu sein. Sie sind Notsignal in der Nähe. Warte mal, der aus Wrackbergen haben wir schon gemacht. Haben wir doch schon gemacht. Der braucht ein bisschen, ne? Das können wir mitnehmen. Erweiterung anwenden, würde ich es da anwenden. Hier kommen wir hier. Größtes Raumschiff, wenn man das Inventar erhöht, okay. Bist du wegen Quecksilber irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? So, wir brauchen jetzt noch eigentlich das Foto, dann ist die Expedition hier auch abgeschlossen. Ich weiß noch nicht genau, stickiger Planet ist echt ein bisschen. Weiß ich nicht. Hängt ein bisschen. Abgeholte Artefakte, besuche den Standort eines gesunkenen Frachters. Okay. Unterwasserwrackorten und gefallene Riesen. Unterwasserwrackorten und erkunden. Okay. Schließe den Meilenstein Reliktjäger ab, um die Baupläne des Nautilus. Ach, guck mal hier, da steht sogar jetzt hier Reliktjäger. Den da. Haben wir zufällig was in der Nähe hier? Relikte-mäßig? Hier nicht. Okay. Sammle uralte Artefakte, kaufe Artefaktengatten von einem Raumschiff. Kartografen, okay. Huch. Gucken wir mal. Gehen wir zur Station und holen uns mal gerade eine Karte. Wo hat denn die Markierung gesetzt hier? Da? Raumstation Kartograf. Ah, da. Okay. Dann sammeln wir das nochmal ein. Ich brauche immer noch einen stickigen Planeten. Ich hoffe, wir finden noch einen. Muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Systemhopping betreiben. Aber wir kriegen das hin.
Ah, ich kann mein Multiwerkzeug noch um eins dort erweitern. Auch nicht schlecht. Und wir müssen uns noch um die Wächter kümmern. Das wird auch noch spaßig. Das können wir vielleicht auch noch in Angriff nehmen. Wir müssen dann auf jeden Fall in... nicht da, da. Auf jeden Fall in eine Sicherheitseinrichtung eindringen und dann da mal ein bisschen Ramazamba machen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Dann machen wir wieder der Coward Mission. Wollen jetzt, ich mache nicht so viel Damage halt mit meinem Multitool, ne? Das ist moderate, aber nicht so mega. Okay. So, Multiwerkzeug, Erweiterungsplatz hier. Haben wir benutzt, okay. Kartograf ist auf der anderen Seite. Na komm, da landet doch einer, oder was? Hier steht irgendwie das Ding hoch, aber ist keiner da. Sehr merkwürdig. Landeplatz besetzt, aber auch irgendwie nicht besetzt. Mr. Kartograf. Wir kriegen mal Schuss, Gesten Richtung. Okay. Spezifische Karten tauschen. Artefakt. Was brauche ich noch? Notsignal. Das ist hier ein interessanter Ort. Nehmen wir auch nochmal zwei mit. Wir nehmen erstmal nur ein bisschen was mit. Dankeschön. Gucken wir erstmal einen interessanten Ort. Schauen wir mal, was er gefunden hat. Zerstöre antike Städte entdeckt? Was? Okay, archäologische Schätze verfügbar. Wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Ist die Stätte da, da? Gehen wir mal kurz dahin. Uralte Ruine. Dann suchen wir uns als nächstes dann, würde ich jetzt sagen, eine Sicherheitseinrichtung. Dann müssen wir gucken, dass wir uns da einbunkern und dann hoffentlich mal ein paar Wächter platt machen. Wir müssen 25 Stück platt machen, das ist ganz schön viel. Ich müsste mal gucken, ob ich mir noch ein Upgrade mache vorher auf meine Waffe, das wäre vielleicht ganz gut. Und landen. Lege Relikte mit einem Terminalbrenner frei. Okay. Gucken wir mal. Artefakt. Kuhne unter Wasser, okay. Ist auch neu. Also halbe Wasser steckt, okay. Noch ein Artefakt. Ich bin gerade wieder ein bisschen ruhiger, versuche mich wieder zu konzentrieren, um noch ein paar Sachen zu finden. So, das müsste eigentlich rein. Wo ist denn das Hauptartefakt? Nein, du sollst es nicht da, du sollst es markieren. Nein. Lass es. Mach weg. Sondern neues gesagt, ist mir gerade egal. Willst du mich veräppeln? Oh, ich kann sogar anzoomen. Das wäre jetzt so gefallen. Okay.
Warum kann ich hier nicht ab? Ach so, weil ich hier gelandet bin. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt muss ich hier ein bisschen zur Seite fliegen. So, jetzt aber. Ist aufgelöst? Ja, gut. So, einsetzen, einsetzen, einsetzen. Relikt, ja, ein Artefakt ausgegraben. Haben wir auch geschafft, siehste. Zack, zack, zack. Jetzt geht's hier zack, zack, zack. Das ist schon ganz gut. Empfindliche Flora, okay. Kann man das auch noch mitnehmen? Wie ist die Notlandkammer, haben wir jetzt gelernt. Da können wir nämlich den nächsten noch machen. Mist, ich brauche noch die Kammer. Die habe ich jetzt nicht gekauft. Die hätte ich noch kaufen müssen. Reliktjäger. Okay, den können wir noch machen. Einen Wächterabfangjäger erhalten. Was ist denn die Mission dahinter? Ein Wächterabfangjäger abfangen. Abgeschützte Wächterabfangjäger können auf Dissonanten oder so. Okay, alles klar. Da wird im Grunde genommen alles nochmal erklärt. Na gut. Dissonante Planeten suchen wir jetzt aber nicht. Wächter eliminieren, Kekse backen. Das hier müssen wir machen. Das mit der Nautilon ist ein bisschen anstrengender. Eliminiere die Wächter. Das Ausrüsten einer Waffe wird dringend empfohlen. Okay. Ja, wir bräuchten eigentlich eine stärkere Waffe, ne? Glaube ich. Wir gucken mal gerade. Sicherheitseinrichtung, Notfallsignal. Nein, hier. Was haben wir gefunden? Vorratsdepot. Vorratsdepot klingt ganz gut. Müssen uns aber was hinbauen dann vorher. Dazu brauche ich dann aber. Was haben wir denn hier für ein weißglühender Planet? Oh Mann, ey. Fabrik wäre mir ja lieber. Können wir noch eine Fabrik finden? In die Karten. Fabrik ist besser. Wo? Was ist denn Depot? Fabrik. Ach, Fabrik ist unten gleich, siehst du. Gleicher Planet. Na gut, dann gehen wir zur Fabrik. Dann können wir da nämlich hin. Dann können wir nämlich die Tür aufschießen und dann direkt uns da einbunkern. Hoffentlich geht das. Das ist besser auf jeden Fall als das Vorratsdepot, weil das Vorratsdepot ist offen. Aber. Das machen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.